Dieses Video handelt jetzt davon, was passiert, wenn man die Potenzen auf rationale Exponenten erweitert. Aber zuvor, wie bisher auch immer, nochmal die Testaufgaben kurz aufgelöst. Hier haben wir zwei gleiche Exponenten. Den können wir dann hier oben zusammenfassen und hier unten die Basen multiplizieren, wie wir das vorher auch schon taten, was nur geht, weil hier zwischen ein Malzeichen steht. Also haben wir a mal a Quadrat minus 1, alles in Klammern hoch minus x. Bis unten bleiben wir stehen, allerdings stellen wir uns vor, das wäre hoch 1. A mal a Quadrat ist a hoch 3 und a mal minus 1 ist minus a. Also haben wir jetzt hier oben genau die gleiche Basis wie hier unten. Und dann können wir im nächsten Schritt das Ganze zusammenfassen zu a hoch 3 minus a, das ist die gemeinsame Basis. Und dann dieser Exponenten minus dem Exponenten ergibt dieses. Und wenn man das jetzt nicht mit minus x minus 1 schreiben möchte, sondern mit x plus 1, dann kann man ja ein Minuszeichen ausklammern und das Ganze in Nenner schreiben, wobei es völlig egal ist, wie rum das steht. Das ist jedem selbst überlassen und auch völlig absolut unwichtig. Aber so wie dieses hier lässt man es definitiv nicht stehen. Im nächsten Schritt hier haben wir einen etwas anderen Term. Wir haben einen gemeinsamen Exponenten, viele kleine drin, alles verknüpft mit Malzeichen. Wir haben hier noch ein w hoch 0. W hoch 0 ist 1, das heißt, das können wir bei einer multiplikativen Verknüpfung vernachlässigen, denn es handelt sich ja hier um das neutrale Element der Multiplikation, das 1-Element. Und damit ist das jetzt hier aus diesem Term ausgeschieden. Dann beziehen wir jeden Exponenten, also diese minus 3 auf jeden einzelnen Exponenten. Das heißt, wir haben u hoch minus 4 mal minus 3 sind 12. V hoch 5 mal minus 3 sind minus 15. P hoch 3 mal minus 3 sind P hoch minus 9. Und u hoch minus 3 mal minus 3 sind u hoch 9. Jetzt haben wir hier nochmal zwei gleiche Basen. Hier was mit negativen Exponenten, das lässt man, kann man so stehen lassen, das macht man aber meistens eher nicht. Man fasst die u zusammen, indem man von der 12 die 9 abzieht und man tauscht v gegen p. Das ist kein Tauschen, sondern man ist einfach nur ein p geht aufgrund des Minuszeichens auf den Bruchstrich, v geht aufgrund des Minuszeichens unter den Bruchstrich und dann hat dann als Endergebnis u hoch 3 mal p hoch 9 durch v hoch 15. Und da alle Potenzen den Faktor 3 enthalten, kann man es, wenn man möchte, auch so schreiben. Das ist aber auch wieder eine Sache, kann man machen, muss man nicht. Diese und diese Schreibweise sind absolut gleichwertig. So. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Problem. Wir nehmen rationale Exponenten, erweitern also unseren Potenzbegriff ein wenig. Dann haben wir auch noch Brüche dabei. Das heißt, wir müssen mal gucken, was mit unseren Brüchen ist. Wir haben noch keine reellen Exponenten, noch haben wir nur rationale Exponenten. Das sind also nur die ganzen Zahlen und die Brüche, positiv wie negativ. Und dann haben wir nämlich den großen Vorteil, dass wir n, wenn wir n mit n minus 1 durch n multiplizieren, haben wir auch ein 1-Element. Das heißt, wir können dieses hoch n neutralisieren, indem wir die Potenz 1 durch n drauf anwenden und man definiert 1 durch n als n-te Wurzel. Wobei a möglichst größer als 0 ist. Allerdings, auch da gibt es Aufnahmen, aber auf jeden Fall geht nicht schief, wenn a größer ist als 0. Damit ist a hoch m durch n letztendlich a hoch m mal 1 durch n und das ist a hoch m hoch 1 durch n und das ist letztendlich nichts anderes als die n-te Wurzel von a hoch m. Wobei, je nachdem, wie man die Multiplikation jetzt hier an dieser Stelle schreibt, kann man natürlich daraus auch machen, das ist absolut äquivalent und genau genommen nicht nur äquivalent, sondern sogar das gleiche. Wir haben dann hier n-te Wurzel a
und alles hoch m. Also das ist völlig egal, zumindest solange a positiv ist. Was kann man dann aus diesem Teil hier machen? Wir haben hier fünfte Wurzel y mal Wurzel y Quadrat. Da kann man schon mal erwähnen, dass hier, wenn keine Zahl da steht, das immer die zweite Wurzel ist. Und dann haben wir also y mal y hoch 3 mal 1/2, also hoch 3/2. Darüber wieder eine Wurzel. Und zwar die fünfte. Und das ist dann, dies hier ist ja y hoch 1. 1 plus 3/2 sind 5/2. Und die Wurzel können wir schreiben als 1/5. Und Sie sehen schon, das ist eine gute Umformung gewesen. Wir kommen nämlich jetzt auf y hoch 1/2. Weil wir ja die 5/2 mal 1/5 nehmen. Und das ist dann die zweite Wurzel y oder in bekannter Schreibweise einfach Wurzel y. Warum lege ich die ganze Zeit Wert darauf, dass a größer als 0 ist? Ganz einfach, bei negativen Basen und geraden oder auch ungeraden Exponenten kann ziemlich viel schief gehen. Gerade wenn man hier diese Umformereien macht. Minus 8 ist nämlich nichts anderes als minus 2 hoch 3. Dann haben wir minus 2, also hoch 3 können wir auch als 6/2 schreiben. Das ist auch nichts anderes als minus 2 hoch 6 mal 1/2. Minus 2 hoch 6 ist 64. Und davon, und das Ganze hoch 1/2. Das heißt, es ist die Wurzel aus 64 und das ist 8. Und dann steht hier minus 8 gleich plus 8. Und das ist ja wohl definitiv falsch. Also man muss immer aufpassen mit Wurzeln. Kommt da aus Versehen was dazu? Geht da irgendwas schief? Nicht zu viel machen. Möglichst aufpassen beim Rechnen. Aber sie sind zwar zickig, die Wurzeln, aber man kann auch trotzdem mit ihnen rechnen. So gibt es ein paar Wurzelgesetze. Wenn man die nte Wurzel a hoch r mit der nten Wurzel a hoch s multipliziert, haben wir wieder zwei Basen, die gleich sind. Das können wir als Exponenten schreiben, dieses ganze Wurzelgewürge. Und dann können wir das hier oben addieren. Und wie wir bei Bruchaddition gesehen haben, bringen wir es auf denselben Nenner und können es dann zusammenrechnen. Etwas einfacher bei der Multiplikation, insbesondere wenn wir dieselbe Wurzel haben, dann können wir hier alles unter eine Wurzel schreiben mit n der Wurzel a hoch r mal s, das ist r und da haben wir die s. Man kann das Ganze auch auf reelle Exponenten erweitern, denn man erhält die Lösungen durch Intervallschachtelungen, also da ist man relativ schnell dabei. Nehmen wir mal 2 hoch Wurzel 2, dann können wir sagen, okay, die 2 hoch Wurzel 2 muss irgendwo liegen zwischen 2 hoch 1 und 2 hoch 1,5, denn die zweite Wurzel ist ja 1,4 und ein bisschen. Und damit können wir jetzt so nach und nach immer dichter rankommen an die Wurzel 2, also an die 2 hoch Wurzel 2 und dafür ein Ergebnis angeben. So, ein paar kleine Beispiele zum Rechnen. Noch kurz vor Schluss, damit man nochmal sieht, wie man hier schön zusammenfassen kann. E hoch minus 3 und dann eine dritte Wurzel. Das ist ja e hoch minus 3 durch 3, also e hoch minus 1. Dann haben wir hier also e hoch minus 3 mal e hoch minus 1 und davon die vierte Wurzel. Das ist dann, muss man addieren, also haben wir minus 3 plus minus 1 sind minus 4 und das Ganze mal 1/4 und dann sehen Sie schon, dass da e hoch minus 1 rauskommt, beziehungsweise 1 durch e. Und das ist wesentlich schöner und damit es lässt sich wesentlich besser rechnen mit entweder einem von den beiden Ausdrücken als mit dem Kram. Ähnliches geschieht hier bei diesen Dingern.
Wir haben hier eine Wurzel ab x Quadrat, wir haben hier eine a-te Wurzel, eine b-te Wurzel und das von x. Das heißt, was haben wir da eigentlich? Wir haben, schreiben wir es mal als Exponenten, 2 durch ab mal x hoch 1 mal 1 durch a mal 1 durch b. Und dann sehen Sie schon, wir haben also x, wir können ja jetzt gleich die Exponenten addieren, 2 durch ab plus 1 durch ab. Also ist das x hoch 3 durch ab oder a bete Wurzel x hoch 3. Auch hier gilt wieder, diese beiden Schreibweisen sind absolut äquivalent. Wenn Sie das noch ein bisschen üben wollen, können Sie im Stingel Seite 48 bis 54 ein bisschen üben oder die Auffrischungsaufgaben 1 bis 3 beschäftigen sich ebenfalls mit Potenzen.